Hallihallo, hier ist wieder der Martin aus Hua Hin. Ein letztes Mal aus Hua Hin und zwar vom alten Nachtmarkt. Hier vorne auf der Straße ist der große Turm mit der Uhr, der Clock Tower. Und der Nachtmarkt hier war ja der ursprüngliche Nachtmarkt. Der hat sich jetzt wieder richtig gut erholt nach Covid. Also hier ist wieder richtig was los. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal ganz geradeaus durch und am Ende führe ich euch durch einen kleinen Geheimgang hier. Da geht es nämlich zu einem neuen Nachtmarkt. Zu dem kommen wir später dann noch. Aber erstmal hier der alte Nachtmarkt. Wir schweifen einfach mal hier so drüber und ihr werdet gespannt sein, hier ist viel los. Also hier ist wirklich zum Shoppen geeignet, also ob du jetzt Schwimmkleidung brauchst oder hier diese typischen Thai-Kleider, aber auch für die Kinder ist was dabei. Guck mal hier, Spielzeugläden gibt es hier, da kannst du auch was für den Strand kaufen. Ich habe heute am Strand nämlich Kinder gesehen, die hatten Langeweile, weil die nichts zu spielen dabei hatten. Also immer schön aufpassen, wenn Kinder dabei sind, was mitnehmen. Guck mal hier, Fleisch aus dem Fass wird hier schön aufgehängt. Das haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen, aber das hier auf dem Nachtmarkt hier in Hua Hin. Und so sieht das Ganze dann aus. Richtig schöne Rippchen. Also, die fallen so vom Knochen ab. Wunderbar. Also das Fleisch fällt vom Knochen ab. Die Rippen fallen natürlich nicht. Nicht, dass da wieder jemand schreibt, die Rippchen können doch gar nicht vom Knochen abfallen. So, hier gibt es das schöne Roti. Ich liebe ja Roti mit Banane, Schokolade, also hier so Nutella obendrauf. Dann am besten auch noch Kondensmilch und Zucker. Das ist dann die Kalorienbombe schlechthin. Aber ein Roti ist ja ein Muss in Thailand. Nicht jeden Abend unbedingt, aber guck mal hier, die goldgelben Bananen liegen hier richtig schön auf. Du. Ein Roti muss sein. Und die Preise hier, wir können mal draufhalten. Die Preise hier, es geht los. Das Roti Original 20 mit Ei 30, mit Banane 40 und mit Ei und Banane 50 Baht. Also kannst du doch nicht meckern. Und es gibt hier auch diese leckeren Thai-Desserts, die wir aus dem Chinatown kennen. Guck mal hier. Da blubbern die Bubbles schön hier. Und dann gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Süßigkeiten ohne Ende. Es ist wirklich alles sehr, sehr süß hier. Aber das muss so sein. Und das Ganze kostet in der Regel 40 Baht. 40 Baht ist hier der Durchschnitt. Wenn man hier auf die Tafel gleich nochmal drauf schauen. Die Süßigkeiten werden immer gerne genommen als Nachspeise. Und ich habe jetzt was gelesen, was die Süßigkeiten angeht und Nachspeisen angeht. Man soll also wirklich süße Speisen, das ist kein Witz, nicht einfach so essen, also als quasi als Hauptmahlzeit oder davor eine normale Mahlzeit und dann die Süßigkeiten hinterher. Ansonsten gibt es nämlich diesen Zucker-Spike, ja, und wenn der Zucker dann wieder abfällt, dann setzt der Hunger ein. Also deswegen normal essen, Süßigkeiten obendrauf, die Nachspeise, dann ist alles gut. Ich werde noch ein Ernährungsprofi. Nein, lieber nicht. Ich sage immer, oder meistens, was kommt, das geht auch wieder. Deswegen hoffe ich mal, dass es bei mir auch so ist, auf meinen Fuß bezogen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, ernährungsbedingt scheint das Ganze zu sein. Hier nochmal Roti und hier zwischendurch gibt es alle möglichen Leckereien. Hier unten gibt es also nicht so viel zum Hinsetzen. Jetzt kommen wir nämlich gleich auf eine Straße hier vorne. Da vorne ist eine Durchquerung quasi und dann gehen wir über die Straße drüber. Und der zweite Abschnitt des Nachtmarkts, der ist dann mehr mit Restaurants auch versehen. Da kann man sich auch hinsetzen. Da gibt es auch Bars, wo man sich setzen kann, wo also nicht unbedingt gegessen werden muss. Da kann man sich auch hinsetzen, um ein bisschen was zu trinken. So an Stehtischen.
Und ja, da kann man schon mal verweilen. Live-Musik gibt es hier auch, wenn ich mich nicht irre. Werden wir gleich sehen. Also, jetzt kommen wir erstmal hier an die Straße. Und guck mal hier. Wer Zeit mitbringt, Fingernägel-Shop. Ja, kann sich auch hier die Nägel machen lassen. Ich habe heute übrigens am Strand habe ich Maniküre machen lassen und habe am Ende auch noch Nagellack drauf bekommen, einen klaren Nagellack, warum auch immer. Aber die alte Frau hat sich sehr gefreut, dass sie wieder einen Customer gefunden hat und ich fand es auch nicht schlecht. An die Füße habe ich sie nicht dran gelassen, die wollte auch in die Füße machen. Ich sage, nein, nein, da bleiben wir mal schön von. Also, da machen wir nichts. Hier, diese Getränke sind sehr beliebt auch, eiskalt. Guck mal, die werden voll gemacht bis oben hin. Die fallen doch gleich darunter, ja? Litchis. Litchis. Schön. Oh nee, das sind Longan. Ist ähnlich wie Litchi, würde ich mal sagen, aber ist Longan. Entschuldigung, sorry. Hier, steht's auch. Hier, frischer Longan Juice. Da hätte ich aber schon wieder... Also. Ja, jetzt geht's hier, wie gesagt, über die Straße. Und hier gibt's gleich ein paar Restaurants, wo man sich schön hinsetzen kann. Hier gibt es richtig große Lobster zu kaufen. Die kommen auf den Grill. Kann man sich da hinsetzen, schön. Das wollen wir uns gleich noch eben anschauen, wie das mit den Lobster-Geschichten aussieht. Hier natürlich auch Kebab. Guck mal hier. 60 oder 80 Baht für ein Kebab. Bis hoch zu 120. Das sind aber auch, wie gesagt, schöne große Dinger. Gibt es kleine und große. Ja, hier gibt es, ach guck mal hier, Peanut Roll Ice Cream und Koriander. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja, wisst ihr, da war ein Live-Streamer auch. Hier, Octopussy. Takoyaki. Dako Osaka. Guck mal hier. Aber auch, wie wir schon mal gesehen haben, schön mit dem Octopus obendrauf. Ist eine leckere Angelegenheit. Und guck mal, wie voll das hier wieder ist. Schön, es ist jetzt, wir schauen, 20 Uhr durch. Und ist noch ganz gut was zu tun hier, oder? Also, wer Taschen braucht, ja, ist nicht unbedingt alles original, aber das weiß man ja. Taschen, Portemonnaies, Koffer, viele Sachen gibt es hier. Hier gibt es Seafood vom Grill. Hier ist richtig was los, oder? Und wenn wir jetzt hier weiter geradeaus gehen, ganz oben am Ende der Straße, da ist die Bahnlinie und links geht es dann zum erstmal alten Bahnhof und natürlich auch dann zum neuen Bahnhof hier in Hua Hin. Aber hier, die Leute stehen Schlange. Coconut Ice Cream. Es ist voll hier. Ihr werdet verrückt. Ihr werdet verrückt. Hua Hin in 2024. Alles wunderbar. Hier, die Crispy, das sind ja Butterkekse. Ja? Der steht den ganzen Abend auf der Stelle hier vor der heißen Platte. Er ist richtig heiß und er schwitzt überhaupt nicht. Ich schwitze ja schon vom Zugucken. Es ist der Wahnsinn. Jetzt will ich mal gucken. Ich habe hier solche, nee, die sind noch zu hart. Ich habe solche Schuhe gesehen, weich wie richtig ganz weiches Gummi. Die waren mir allerdings zu klein. Die wollte ich mir holen. Wenn ich die in größer finde, hole ich mir die. Da läufst du drauf wie auf einer Wolke. Und hier, hier gibt es die Lobster und andere Seafood. Guck mal hier. Richtig vom Grill hier, riesen Lobster. Die sind gar nicht mal so günstig. Aber das macht man ja auch nicht jedes Mal hier, nicht aller Tage. Guck mal hier, riesen Geschichten. Ja, ob Shrimps sind, hier gibt es Muscheln, Schnecken, Tintenfisch. Ja, aber das sind doch mal, guck mal hier. Ich glaube, da ist man so mit, bei dem Großen, ist man so mit 2000 Baht dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich kann da mal in die Karte gucken. Vielleicht sieht man da was.
Aber man sieht es hier nicht wirklich. Aber ich weiß, dass zum, beim Chinatown zum Beispiel auch, die kosten dann so zwischen 1.000 und 2.000 Baht. Guck mal hier, was das für Riesendinger sind. Also, da ist ja auch richtig was dran. Und wie gesagt, machst du nicht alle Tage. Hier ist auch die Küche dabei. Hier wird richtig à la carte gekocht. Ja, das sieht mir aus wie Tom Kagai. Guck mal her, da. Und hier ist die Bar, wo ich sagte, das ist die Kö-Bar oder Co. Co oder Kö-Bar, Bar und Restaurant. Hier kann man schön an Stehtischen sitzen oder stehen, essen und trinken. Wirklich toll. Hier nochmal so ein Seafood-Laden. Die sind zugebunden mit Folie. Die leben wohl nicht mehr. Da oben, ja, Red Snapper. Wirklich, wirklich toll. Und hier wird gekocht. Guck mal hier. Und so sieht das aus. Jetzt guck mal hier. Also wenn das nicht ein Riesenapparat ist, guck mal hier. Unglaublich, oder? Ich habe es selbst noch nie gegessen. Muss ich irgendwann mal machen. Jetzt kommt da noch Butter drauf. Ja, so eine Buttersoße halt. Also. Es wird richtig spannend hier. Und wie gesagt, gleich gehen wir runter zu einem neuen Nachtmarkt. Ganz kurzen Abstecher. Der ist wirklich, wirklich fast brandneu. Und deswegen ist da auch noch nicht ganz so viel los. Ich habe da gestern Abend schon mal eine kleine Tour gemacht, um auszuspähen quasi, was es da so gibt. Aber kann man machen. Das ist halt nicht ganz so gedrängelt wie hier. Aber toll. Ja, hier gibt es, wie gesagt, auf der linken Seite, guck mal, noch ein paar Restaurants hier. Und da vorne ist auch gleich schon zu Ende. Und da vorne ist dann die Bahnlinie. Wir gehen jetzt aber wieder zurück, denn ansonsten kriegen wir nämlich alles hier auf dem Film drauf. Ja, die Filmrolle gleich zu Ende. Nein, nicht die Filmrolle, aber die Batterieanzeige, die macht mir Sorgen. Deswegen. Also, wir gehen jetzt zu dem neuen Nachtmarkt. Guck mal hier, hier ist es richtig lecker. Hier sitzt man draußen, es weht ein angenehmes Lüftchen. Es ist nicht wirklich heiß. Es ist angenehm warm, aber nicht heiß. Und das ist schon mal eine gute Sache. Ja, Live-Musik ist für uns ja wegen dem Video nicht ganz so toll. Aber hier wird gespielt. Da sitzt ein Musikant und er macht hier so populäre Popmusik. Was? Ja. Und da drin ist eine richtige tolle Cocktailbar. Kann ich jetzt nicht so rein, wegen der Musik. Deswegen ein bisschen schneller vorbeigehen. Aber die kann man sich gut aufhalten. Und hier, guck mal hier. Ich habe ja vorhin die Küche hier im Vordergrund gezeigt. Hier gibt es wirklich Restaurants, wo du dich schön hinsetzen kannst. Selbst da oben. Man kann auch da oben sitzen. Ja, ist ein bisschen ruhiger. Mit Ventilatoren auch. Da weht ein schönes Lüftchen da oben. Also Hua Hin. Gefällt mir diesmal ganz gut. Ich bin da ein paar Mal hier gewesen. Auch vor Covid. Vor Covid war es in Ordnung. Während Covid weniger. Und jetzt gefällt es mir wieder ganz gut. Auch am Strand heute. Schön gegessen. Schön entspannt. Also, kann man nicht meckern. Und wer T-Shirts braucht, hier gibt es auch die berühmten Marken alle. Nicht als Original, aber als Marke halt. Also ist, er will das auch nicht. Ja, aber ist auch egal. Ich meine, was will er machen? Ja, und hier gibt es die Taschen, wie gesagt, nochmal. Hier gibt es mehrere von den Taschenläden. Aber ist ja alles in Ordnung. Man weiß es ja auch, dass es nicht original ist. Also wer hier hinkommt und dann original verlangt, der ist natürlich im Irrtum. Ja, hier noch ein paar Stände, wo man sich auch hinten hinsetzen kann. Guck mal hier, ist also noch riesig Platz hier. Tische mit Restaurants davor, also ob es jetzt Seafood ist oder ganz normal hier, à la carte, Thai Food,
alles kein Problem. Hier gibt es Kokonat und andere Früchte. Und jetzt geht es hier nochmal über die Straße weg. Und dann gehen wir gleich rechts quasi durch dieses Viertel durch. Durch diesen Gebäudekomplex hier. Und dann kommen wir zu dem neuen Patio Nachtsmarkt. Der ist wirklich brandneu. Also, ich glaube, der hat dieses Jahr aufgemacht erst. Und wenn man sich das anguckt, das ist richtig schön aufgeräumt da. Also, so richtig schöne neue Essenstände. Also auch modern, ein bisschen moderner aufgemacht mit den Beschriftungen oben drüber und so weiter. In der Mitte viele Stühle und Tische, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt es eine Cocktailbar, da gibt es auch Live-Musik. Also zum Verweilen. Ganz schön. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich den Eingang nicht verpasse. Denn hier geht es gleich rechts rein. Also eigentlich ganz einfach. In Richtung Hauptstraße wieder. Die Hauptdurchgangsstraße ist also da hinten. Das hier ist eine kleinere Durchfahrtsstraße hier. Die Hauptdurchfahrtsstraße ist also quasi da, wo der Clock Tower ist. Und da sind wir jetzt auf dem Weg in diese Richtung. Und jetzt geht es gleich hier rechts rein. Rechts rein zu dem Patio Nachtmarkt. So, jetzt ist hier gleich, ob das hier schon ist, wo die roten Pfeile sind. Könnte sein. Ich meine ja. Ja, das sieht gut aus. Kann man sich leicht merken. Hier ist nämlich so ein Koffershop, wo es Koffer zu kaufen gibt. Hier auf der Ecke. Ja, hier kann man sich mal angucken. Koffer kosten so zwischen 1000 und 2000 Baht, von klein bis groß. Gibt natürlich auch noch etwas teurer, aber meistens so ist es hier so zwischen 1200, also 1000 eigentlich, das fängt bei 1000 an. So ein Riesenkoffer, 1900 Baht. Ich meine, kann man nicht Hilfe verlangen, ist kein Rimowa, aber kann man mit auf Reisen gehen. Ja, auch hier. Die sehen noch ganz schön schlecht aus. Wer nämlich hier einkauft und mehr Platz braucht, als er bei der Ankunft hier hatte, der muss sich hier einen Koffer mitnehmen. So, hier haben wir eine kleine Bar, auch ein paar Tische dabei. Hier wird richtig Alkohol ausgeschenkt, das ist also eine Cocktailbar. Und dann geht es hier quasi durch so einen kleinen Geschäftsbereich durch. Hier sind so ein paar Künstler auch. Guck mal, die malen hier Bilder. Wo du dabei bist, auch hier so vom Foto, gibst hier ein Foto ab. Ja, dann machen die hier so eine Karikatur oder ein Porträt von dir, wird gemalt. Also, guck mal hier, das ist alles handgemalt hier, ist nicht irgendwie, finde ich schon nicht schlecht. Weiß jetzt nicht, was so große Gemälde kosten, aber für Touristen eher ungeeignet, weil ein bisschen groß zu mitnehmen. Aber wer es will, der kriegt auch das ins Flugzeug. Als Sondergepäck oder Übergröße, wie auch immer. Alles möglich. Auch hier, guck mal hier. Ja, hier werden, ist so eine Art Relief. Ja, kannst hier ein Foto abgeben. Und was ich hier vorhin gesehen habe noch. Achso, hier war das. Da kannst du auch ein Foto abgeben. Da machen die so Figuren von dir. Guck mal hier. Da machen die von deinem Foto eine Figur. Also. Mal was anderes, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber das wird er wahrscheinlich nicht mal eben so hinkriegen. Aber wenn du ein paar Tage hier bist, wahrscheinlich hat er es morgen fertig, gibst du ein Foto ab, ne? Und dann kriegst du so ein Püppchen. Ja? Ob klein, mittel, groß, kann man schön mit nach Hause nehmen. Kann man sich als Wackeldackel ins Auto stellen, auf die Rückbank oder wie auch immer. Oder im LKW vorne rein. Ja. Wir schauen mal. Hier gibt es ein Fußspa. Guck mal hier. Kannst du deine Füße in das Fischbecken reinhalten, dann knabbern die dir die Fische die Hornhaut ab. Kann man machen, muss man nicht. Man kann sich da sogar ganz reinsetzen, so ich das gesehen habe. Wenn man nicht zu beleibt ist. Ja, hier, siehst du? Da kann man also jetzt den ganzen Körper auch in das Becken reintauchen. Wenn man möchte. Allerdings wäre das nichts für mich. Ja, schöne Lädchen hier. T-Shirts. Die berühmten Same Same T-Shirts und so weiter. Ja. Und hier noch ein Künstler. Wie gesagt, die malen alle hier vom Foto ab.
Ja? Und das ist natürlich hier so karikaturmäßig, aber trotzdem. Muss ja auch erstmal gemacht werden, ne? Hier vorne sitzt, glaube ich, noch einer. Hier kommen noch mehr Künstler. Also, das ist wie so ein Künstlerviertel. Also so ein Patio Night Market nennt sich der. Patio Old Town Hua Hin. Und hier siehst du, da ist nochmal, der macht es hier mit der Kohle, mit dem Kohlestift. Ja. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder das Problem mit der Musik. Aber gut, es sei drum, wie es ist. Das ist jetzt der neue Markt. Ist nicht allzu groß, aber gibt auch nur ein paar Essenstände. Ist eher so ein Künstlermarkt auch. Deswegen auch die vielen Künstler hier vorne. Hier vorne sitzt eigentlich ein Live-Musikant. Vielleicht hat er gerade Pause, denn das Mikrofon ist noch am Ständer. Und dann können wir hier sehen. Der Martin ist hier. Hallo. Hier, sag mal Hallo hier. Hallo nach Deutschland. Nicht in Bangkok heute? Nee, heute in Hua Hin. Mal übers Wochenende. Ja. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. Wisst ihr, so geht das. Auf dem neuen Nachtmarkt. Ja, guck mal, einen alten VW, VW Käfer, VW Beetle. Mal gucken, ob der noch, wie alt der ist. Manchmal haben die wirklich hier in Thailand noch diese getrennten Heckscheiben. Hat er nicht, aber ja, das ist noch ein altes Ding. Automatik, du. Guck mal, du. VW Automatik. Ja. Und hier sitzt der Musikant. Gitarre, Mischpult, alles da. Also der hat gerade Pause. Erfrischt sich oder geht austreten. Hier auch noch eine schöne Cocktailbar. Die Cocktails hier gar nicht so günstig. Ich glaube so 180 Baht für einen Cocktail hier. Ist okay, aber schon ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, Hua Hin ist ohnehin ein Ticken teurer als Pattaya zum Beispiel. Deswegen alles noch im Rahmen und im Gegensatz zu Deutschland auf jeden Fall alles bezahlbar. Ich meine, die meisten, die hier nach Hua Hin gehen, die wissen, dass es hier ein bisschen gediegener ist. Nicht so viel Party. Hier ist eher was für den normalen Touristen, sag ich mal. Aber trotzdem schön, wie gesagt. Also mir gefällt es hier sehr gut. Und die Unterkunft, ich habe auch mit Pool auch so ein kleiner Nachtmarkt mit Live-Musik abends. Da kostet unter der Woche das Zimmer 550 Baht, am Wochenende 650. Und das in Hua Hin, mit Pool dabei. Richtig großes Zimmer mit einem riesen Doppelbett, tolles Bad, Internet, alles wunderbar. Also, wie gesagt, das ist hier der Patio Nachtmarkt und wenn du jetzt hier durchgehst, da kommst du wieder auf die Hauptstraße, da ist also der Clock Tower direkt da vorne, da können wir mal hingehen, denn hier vorne gibt es noch so ein paar bemalte Wände, da machen viele auch hier so ein Selfie vor diesen Wänden, die Thais vor allen Dingen, ja, hier noch mit Hua Hin Zeichen dabei, da kann man es hier wirklich schön sehen. Toller Tunnel hier. So, wir gehen jetzt quasi auf den Clock Tower zu. Der ist wirklich hier direkt. Wenn du jetzt also hier rauskommst, ist der Zebrastreifen. Und da steht also auch die Uhr. Ganz einfach zu finden. Clock Tower kennt jeder. Und hier ist richtig was los. Und wie gesagt, 100 Meter weiter ist der Eingang zum normalen, zum regulären, zum traditionellen Hua Hin Night Market. Also alles direkt beieinander. So, und hier ist der Clock Tower. Da oben. Da ist der Clock Tower. Da drüben ist ein Tempel, da kann man auch parken für 20 Baht. Der hat allerdings nur bis 22.30 Uhr auf. Muss also immer schön aufpassen. So, und das ist hier der Verkehr abends in Hua Hin. Also der Straßenverkehr. Und das war's von mir. Soweit, so gut. Bleibt gesund, liebe Leute, dann braucht ihr auch keinen Doktor. Wir sehen uns schon bald wieder, vielleicht aus Hua Hin, vielleicht aus Bangkok oder anderswo.
Bis bald. Ciao, ciao.